Ich weiß aber nicht, warum wir hier aufpassen sollen. Hier soll irgendwas sein. Ich frage das bei den Typen hier. Hallo. Hallo, ihr. Hättet ihr wohl einen Moment Zeit, um mir zu helfen? Mein Name ist Nerassis. Ich arbeite im Glutstein-Geometer für das Imperium. Nach einer meiner Theorien kann genutzter Glutstein wieder aufgeladen werden, indem man ihm einer genügend großen Mana-Quelle aussetzt. Meine Forschungen haben zu Theorachs Kluft geführt, wo das Mana-Austauschverhältnis, nun sagen wir, es ist sehr hoch. Das Problem ist jedoch, dass sich eine nicht unbeträgliche Anzahl schrecklicher Monster zwischen mir und der Mana-Quelle befindet. Ich würde euch gerne belohnen, wenn ihr diesen ausgebrannten, verbrauchten Klugstein in Tarochs Kluft bringt und versuchen könntet, ihn wieder aufzuladen. Bringt ihn anschließend wieder hierher, damit ich meine Theorie überprüfen kann. Na gut. Eine Quest bekommen. Ist das die oder was? Diese Mana-Schlucht? Zu Tarochs Kluft, da gehe ich noch nicht rein. Das ist Level 22 bis 25. So stark sind wir nicht und auf dem Spiellevel, was wir spielen, ist das Level wirklich ausschlaggebend. Okay. Lol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 . Stirb. Toter Inserior. Hallo, scheiß Hund. Alter. Okay, ganz ruhig. Die weichen aber auch gut aus, die Dinger. Also sind wirklich so eher so dieser, ich lasse meine ganzen Freunde für mich kämpfen, Typi. Wir stehen im Hintergrund, monströser Schrein. Das war jetzt aber nicht geplant. What the fuck? Was ist das? Sag mal, willst du mich... Da, das ist glaube ich eine gute Idee. Euer Begleiter ist geflogen. Ich verstehe gar nicht wieso. Halt die Fresse und lass mich in Ruhe. Kleiner ist geflohen, Alter. Was willst du sonst machen? Gut, dass wir hier wenigstens... Alter. What the fuck? Die Großen beleben immer wieder neue. Das heißt, wir müssen erst die Großen killen. Alter. Na gut, wenn die Großen immer wieder neue beleben, dann erst auf die Großen los, was aber eigentlich gar nicht so einfach ist. Wo war dieser mysteriöse Schrein? Der war nicht hier, der muss irgendwo hier gewesen sein. Aha, ja, ja, okay, alles klar, ich hab's gefunden. Alter, habt ihr es gesehen? Aber rein theoretisch könnte man das doch eigentlich... Ich weiß nicht, ob die kleinen Viecher jetzt auch Level geben, aber wenn diese kleinen Viecher Level geben und immer wieder neu gespawnt werden, dann könnte ich doch theoretisch, wenn ich mich nicht töten lasse die ganze Zeit, weil das ist ja auch scheiße, mich ein bisschen hochleveln, oder? Weiß nicht, wie schnell das geht, wenn das natürlich sich nicht lohnt, dann könnte man sich, sollte man sich machen, aber ansonsten... Na los, spawn neuer. Ich habe wenig Mana. Okay, gut, die Dünenmutter, also die geben wirklich Punkte, das heißt wir können da theoretisch mit den anderen Knochenhaufen, mal gucken was hier ist.
Das ist geil! Einfach hochleveln! Lolololololo. Die Dünnmutter würde zwar so oder so dann weiter kaputt gehen, aber... Gliedereisenhandschuh. So, gleich nochmal Level. Gleich haben wir Level 30 erreicht. 23. Da will ich, obwohl, ne, da waren wir schon, gell? Verdorrter Bogenschütze. Explosionsangeln! So. Ohne, so. Gut, was haben wir denn noch hier so? Hier ist jetzt sonst... Okay, das war's, glaube ich, erstmal. Sollen die sich da unten noch ein bisschen kloppen? Ich gucke erstmal hier, was ich hier noch so finde. Na, endlich! So, One-Shot-Katze, wie immer. Und bei mir sollte es diesmal sein, passive Fähigkeiten Akimbo, aber Fertigkeit im Umgang mit Pistolen ermöglicht euch mehr Schaden. Meister der Elemente, euer meisterlicher Umgang mit den Elementen ermöglicht es euch, mit ihnen mehr Schaden anzurichten. Gift erhält nun doppelt so hoch. Achso, genau. Verfluchter Atem. Vertreibungszauber. Ihr beschwört einen schwebenden magischen Avatar der Gegner, in die euch zu nahe kommen, vertreibt. Der kann immer bewegen, also den habe ich nur 100% lang, habe ich den. 40 Sekunden Beschwörungsdauer, okay. Sandsturm, es wirbelt eure Klefe herum und erzeugt einen Wirbelwind, der euren Gegner die Lebenskraft entzieht. Der Sandsturm bewegt sich 20 Meter weit und füllt euer Aufladenanzeigen. Aha, aha. Getötete wollen Reichweite erweitert auf. Klingt nicht schlecht. Verfluchte Dolche. Ihr schleudert 9 Wurfdolche im weiten Winkel. Die können viele Gegner jetzt verwunden und vergiften, sodass sie weniger Schaden verursachen. Und was ist das? Chaosausbruch. Ihr verschießt 3 chaotisch abprallende Projektile. Ich würde gerne mal so einen... Ich glaube, ich nehme mal den Sandsturm. Und tausche den mal mit der 4, weil ich die 4 eh nicht mag. Wuhu! Naja, mal schauen, ob das was bringt. Werden wir ja gleich austesten. Hallöchen, Poppöchen, wo ist... Das darf ich nicht sagen. Ich brauche mehr Mana. Ja, der hat's jetzt nicht wirklich in...
Ach, da kann ich mehrere von machen, oder was? Ich brauche mehr Mana. Dann tue ich es einfach nur ein bisschen. What the fuck? What the fuck? Ich sag nur what the fuck? What the fuck? Ich sag nur what the fuck? Hörst du mal auf, mich ständig zu krapschen, du komischer Kauz. Aua. Soll ich nur wegrennen die ganze Zeit? La 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 la. Oh. La 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 la. Stirb, 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 stirb. Aua. So, geht doch. Habe alles alleine gemacht, also die Tiere haben mir fast gar nicht geholfen. Es ist, also fast alles allein. Wegrennen habe ich allein gemacht. Ausweichen. Springen. So großer Netzfisch und das da. War ziemlich dumm, dass wir uns das gekauft haben, weil ich das Sprengzeug aber jetzt verwenden muss, auch wenn wir es haben, also von daher. Ich kann nicht mehr tragen. Lolololol, die Fledermäuse sind geil. Ich habe nicht genug Mana. Mein Inventar ist voll. Ja, dein Inventar ist voll, dann wollen wir noch mal der Katze was geben. Nicht unbedingt das, sondern hier so der ganze Spaß. La 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 la. So, verkaufen tue ich erstmal nichts, ich gebe es erstmal nur der Katze. Und dann würde ich sagen, wir machen noch den Azturuk und dann, liebe Freunde, ist auch erstmal wieder Schluss für heute. Oh, die hat mich damit jetzt nicht übernommen mit der Aussage. Ich habe wenig Mana. So wie ich das sehe, habe ich mich damit übernommen. Diese ganzen TP-Viecher hier, was ist denn das? Ist das noch ein Boss? Basilisk. Das ist so ein Basilisk. Was ist das? Ich wollte die nicht angreifen. Ich wollte die gar nicht angreifen. Halt die Fresse, halt die Fresse, halt die Fresse! Mann! Stirb, stirb, stirb! Uah. Stopp! Ich hasse dieses... Stopp! Du elendes... La 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 la... Stopp! La 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 la... Hallo? Hui. Stopp! Stopp, 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 stopp! Jetzt stirbt doch endlich mal hier einer, das ist doch eine Katastrophe hier mit euch. So. No, 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 no. Naja. Wer bist du denn? B-
Bitte nehmt das als Zeichen meiner Dankbarkeit. Oh, ich nehme aber das da jetzt. So, klick. Truhe. Lalalalalala. Lebe in Sklaverei, verdammt. Natürlich nicht, mein Freund. What the fuck? What the fuck? What the fuck? What the fuck? Hilfe! Alter! Stipp. Und du da, ja, gib her. Okay, hier war man anscheinend schon. Hier die kleine Stelle noch. Ah, das war ein Radling, siehst du. Nehmen wir den noch mit. Und dann gucken wir mal ganz auf die Map. Ja, okay. Gut, dann meine lieben Freunde, war es das hier erstmal für diese Folge. Aufnahme. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Und dann gibt es hoffentlich wieder eine große Aufnahme. Also bis dahin. Tschüss. Und ja, wollen wir gucken, dass wir den Aqua hier, Regenten da, den Aquamarine-Soldaten da retten. Ne? Aquamarine-Soldaten, genau den retten wir. Tschüss.